So, hallo, es geht weiter mit dem klassischen Chinesischkurs. Dieses Mal möchte ich euch Suo vorstellen. Steht einmal hier im ersten Beispielsatz und einmal hier im zweiten Beispielsatz. Und Suo ist ein bisschen kompliziert. Ich muss gestehen, ich weiß auch nicht in allen Situationen, was ich damit anstellen soll. Aber es gibt auf jeden Fall zwei grobe Faustregeln, die man sich halten kann, die in den allermeisten Fällen jedenfalls ziehen. Genau, ich habe die Kamera so eingestellt, dass ich meistens nicht im Tafelbild stehe, weil ich glaube, dass ich weniger gut aussehend bin, als das Tafelbild informativ ist. Ich hoffe, das stört keinen, dass ich nur mit den Armen hier rumfuchte. Also, wir haben hier die erste Funktion, das ist die Substantivierung eines Verbs. Und das entspricht in etwa dem, was in den indogermanischen Sprachen das PPP ist, also das Partizip Perfekt Passiv. Das heißt also, ja, es ist eine infinite substantivierte Verbform, die man entweder als Adjektiv benutzen kann oder als, wie gesagt, Substantivierung. Und in dieser Funktion steht es häufig, aber nicht immer an der Objektstelle. So, und die zweite Funktion ist Grund, Ursache oder Instrument. Das heißt, es ist eine Partikel, die etwas anzeigt, was Grund, Ursache oder Instrument ist. Ich hatte mal einen Professor, der hat es übersetzt oder umschrieben mit das Warumige oder das Womitige. Hört sich ein bisschen komisch an, deswegen habe ich es lieber so aufgeschrieben. Ja. Genau, ich habe zwei Beispielsätze ausgewählt. Der erste ist aus dem Zhuangzi und der zweite ist aus dem Liezi. Beides daoistische Philosophen aus der Zeit der streitenden Reiche. Ich lese den ersten am besten mal vor, der ist verhältnismäßig einfach. Ji Ming Gong Fei Shi Ren Zhi Suo Zhi. Hühner oder Hähne gackern oder krähen, Hunde bellen. Dies, das ist, muss man sich denken, das Ye wurde hier scheinbar weggelassen, das machen die Chinesen ja auch ganz gerne, Dinge einfach wegzulassen, die man sich aus dem Kontext denken kann. Also dies ist, oder was dies anbetrifft, so ist es das, also was gewusst wird oder was gewusst ist von den Menschen. Und in schönem Deutsch wäre das Hähne krähen, Hunde bellen, das ist es, was die Menschen wissen. Oder das ist es, was den Menschen bekannt ist. Wie man hier also sieht, das Suo steht vor dem Bestandteil, auf den es sich grammatikalisch bezieht. Und es ist eine Substantivierung in diesem Fall. Das sieht man deutlich daran, dass davor ein J steht, dass hier die Funktion einer, die Genitivfunktion erfüllt und es mit dem Gen, mit dem Menschen oder der Person verbindet, also des Menschen Gewusstes. Okay. Kommen wir zum zweiten und zum etwas schwierigeren Teil, nämlich Grundursache-Instrument. Aus dem Liezi habe ich diesen Beispielsatz. Das ist ein etwas längerer Abschnitt. Ich habe hier in der Mitte auch ein bisschen gekürzt. Das sind drei Punkte. Da kommt noch so ein kurzer Erklärungssatz. Aber ich wollte nicht den letzten Teil alleine nehmen, weil es sonst so kontextlos dasteht. Also, Xi Ji Zhi Nan Yu You Guo Yan Ming Gu Mang zhi guo, yin yang zhi qi, suo bu jiao, gu han shu, wang bian. Ja, soweit so gut. Bis hierhin kann man es erstmal so übersetzen. Das Satzthema ist ein bisschen länger. Ich würde das hier als Satzthema identifizieren. Also, was anbetrifft Nanyu, den südlichen Winkel von
den westlichen äußeren Gefilden. Di heißt immer besonders, extrem, krass, über die Stränge, sehr stark. Und Di, weil es sich hier um eine topografische Angabe handelt und die Chinesen ja Dongguo, China heißt ja eigentlich wirklich das Land der Mitte, wenn man das wörtlich übersetzt. Und die Chinesen dachten halt, dass sie das Zentrum der Welt sind und dass sich der Rest der Welt halt in Schichten außenrum um China gruppiert. So, das heißt also, Xi-Ji ist erstens mal westlich von China und Ji extrem. Also in den äußersten Gefilden westlich. Genau, und dort in der Nanyu, in der südlichen Ecke. Was die südliche Ecke des äußersten Kreises im Westen anbetrifft. Yo Guoyan, so gibt es ein Land dort. Yan, ich übersetze es hier einfach mit dort, das ist eigentlich ein bisschen komplexer, aber ich komme später nochmal auf das Yan zurück. Hier reicht es, wenn wir das erstmal als dort übersetzen. Also, was diese Gegend anbetrifft, so gibt es ein Land dort. Dann Ming Gu Mang Zhi Guo. Kann man auf zwei Arten und Weisen interpretieren. Ist hier wieder, also erstens haben wir die Möglichkeit, dass ein Ye weggelassen ist. Und dann ist es, dann ist, wäre Ming das Satzthema, also was den Namen anbetrifft. Ye, so ist er. Gu Mang Zhi Guo, so ist es das Land Gu Mang. So. Zweite Möglichkeit ist, dass das Ming hier verbal gebraucht wird, also man benennt es oder es wird benannt, das Land von Gu Mang. Genau, weil der Name als Attribut dann einfach vor das Land gestellt wird. Egal wie, wir kommen immer aufs gleiche Resultat, von daher ist es nicht so dramatisch. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil mit dem Sword, der für uns relevant und wichtig ist. Yin Yang Zhi Qi, Suo Bu Jiao, Gu Han Shu, Wang Gian. Wang heißt eigentlich sterben, untergehen, kann aber auch heißen, ja, gibt's nicht mehr oder ist nicht vorhanden oder ist nichtig. Also, es gibt nicht, es ist tot sozusagen. Bian. Bian ist die Unterscheidung oder der Unterschied. Und dann Han Shu. Han ist kalt, das ist die Kälte des Winters. Und Shu, das ist heiß, das ist halt die Hitze des Sommers. Han Shu, also Winter und Sommer oder heiß und kalt oder Hitze und Kälte. Gu. Gu heißt Grund oder darum, daher. So, weil wir davor einen Satz haben, können wir dahinter noch einen Satz haben und es könnte dann ein Nebensatz sein, der mit daher eingeleitet wird. Also darum stirbt oder geht verloren oder gibt es nicht mehr einen Unterschied zwischen der Hitze des, zwischen der Kälte des Winters und der Hitze des Sommers. So, und warum ist das so? Und dann kommen wir hier zur Grundursache Instrument oder zum worumigen, warumigen, womitigen, was mein ehemaliger Professor meinte. Yin Yang Zhi Qi, Suo Bu Jiao. Jetzt kommt es also, weil nicht vermischt oder dadurch, dass sich nicht vermischt, das Qi, also die Energie von Yin und Yang, und Yin und Yang sind ja die positive und die negative Energie. Werde ich jetzt nicht ausführen, ist ein ganz langes Thema, wo man sich lange drüber unterhalten kann. Aber, also, weil es keine Vermischung gibt oder weil sich nicht vermischt, die Energie von Yin und Yang, darum geht unter, geht verloren, stirbt. Der Unterschied zwischen Kälte und Hitze. Oder Winter und Sommer, oder halt Winterskälte und Sommerhitze. Das heißt also, hier steht das Suo wieder vor dem, worauf es sich grammatikalisch bezieht. Und das ist hier nicht nur ein einfaches Verb, sondern eins, was noch das, durch das Adverb Bu
negativiert wird. Also, weil wegen durch das nicht vermischen oder weil sich irgendwas nicht vermischt und so weiter und so fort. Genau. Einmal komplett, so wie ich das oben auch übersetzt habe. Was den südlichen Winkel der äußersten westlichen Gefilde anbetrifft, so gibt es dort ein Land. Es wird das Land Gumang genannt und dadurch, dass sich dort die Energie von Yin und Yang nicht vermischen, daher geht verloren, also daher geht Kälte und Hitze oder die Unterscheidung zwischen Kälte und Hitze verloren. Ja, soweit so gut. Das wäre meine Erklärung zu Swore, also einmal Substantivierung grob entsprechend dem PPP und einmal die Angabe von Grundursache oder Instrument, aufgrund dessen irgendetwas oder durch das irgendetwas passiert. Das war's.